Das ist der letzte Glow-Up in diesem Jahr. Viel Spaß mit den besten Tipps und Tricks aus 2023. Erst Nägel, aber wie immer easy und do-it-yourself zu Hause. Aktuell habe ich UV-Lackstreifen drauf und die lassen sich immer richtig schonend für den Nagel und ganz leicht ablösen. Nachdem ich meine Nägel dann ordentlich vorbereitet habe, kommt auch schon der UV-Lack. Das Ganze dauert mich circa 20 Minuten und ist richtig einfach. Das erste Mal bei der Kosmetikerin. Yes, girl, du hast richtig gehört. Ich war noch nie bei der Kosmetikerin und heute war das erste Mal. Ich habe eine Mikrodermabrasion gemacht und dabei werden alte, abgestorbene Hautpartikel abgetragen, die Poren geöffnet und Unebenheiten entfernt. Auch 2024 habe ich mir vorgenommen, meine Haut zu priorisieren und da viel Wert drauf zu legen, gute Produkte zu nehmen. Und ich glaube, das dankt sie mir dann auch, weil gegen Ende des Jahres, man sieht mir den Stress, finde ich, ganz gut an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Augenpads schon aus einigen Videos von mir kennst. Das ist so angenehm auf der Haut, das ist so schön kühlend, das ist eine so große Fläche. Ich habe so meinen Weg rausgefunden und ich trage sie am liebsten mit der dicken Seite nach innen. Die Ice Cream von Yepoda ist die perfekte Lösung, um Schwellungen und Augenringe zu reduzieren. Ich kombiniere sie total gerne mit den Deep Puff Espresso Pads. Aber für die Pflege am Morgen brauche ich abends auf jeden Fall eine gute Abschminkroutine und so funktioniert. Schritt Nummer 1, Double Cleansing. Ich habe das seit Januar und ich benutze das so regelmäßig. Simpel wie einfach. Bisschen Balm zwischen den Händen warm machen und dann anfangen, das Make-up damit aufzulockern. Wenn es nicht so richtig flutscht, kannst du auch mit ein bisschen Wasser zwischendurch rangehen. Du solltest schon ganz gut sehen, dass die Mascara, Make-up, alles, dass sich das so aufbricht. Du kannst es gleich ganz einfach mit einem Wattepad abtragen. Und das ist ganz, ganz feiner Schaum. Und dadurch, dass die Bläschen so fein sind, wird wirklich jedes Staubkorn mit abgetragen. Wie abschminken tust du dich hoffentlich abends immer, nicht erst morgens. Und am nächsten Morgen dann Feuchtigkeit. Ich habe hier noch die Halloween Edition von meinem Mist-Tab. Die halten sich halt auch eine Weile. Sprühe ich mir einfach nur drauf und lasse ich kurz einwirken. Die Haut unter den Augen braucht eine besondere Pflege. Das ist eine vegane Schneckenschleimcreme und zwar von Yepoda. Die kennst du eigentlich schon, wenn du die Videos regelmäßig guckst. Ich mag die sehr, sehr gerne, weil die nicht zerläuft. Die ist relativ fest, aber nicht wachsig oder so. Und wenn du die aus dem Kühlschrank holst, das ist so angenehm. Im zweiten Schritt trage ich dann auch meine Augenpads einfach drüber. Also du kannst das auch einzeln auftragen natürlich, aber ich finde doppelt hält besser. Und hier hast du 60 Stück, also 30 Anwendungen müssten es sein. Wenn die aus dem Kühlschrank kommen, lass mich dir sagen, ey, das ist so angenehm. Und das Ganze ist natürlich gegen Augenringe, gegen angeschwollene Tränensäcke, sagt man, glaube ich, einfach für einen wachen, frischen Look am Morgen. Und für mich eine sehr, sehr gute Kombi, wenn ich vor allem irgendwie was vorhabe oder weiß, okay, ich habe die Nacht nicht gut geschlafen. Ich weiß, dass auch ihr Yepoda sehr gerne mögt. Das ist koreanischer Skincare, wer Yepoda noch gar nicht kennt. Die haben sehr viele tolle Produkte. Schau dich im Shop mal um, denn wir sparen jetzt direkt ab dieser Sekunde auch 20% mit unserem Community-Code. Über den Link in der Infobox kommst du direkt zum Shop und profitierst von der Aktion, checkt das auf jeden Fall mal ab. Auch diese Schublade braucht eigentlich ein Glow-Up, aber das machen wir gleich. Vorher geht's zum Friseur, ich mache mich ganz schnell ready. Und auch hier ist das Must-Have, by the way, eine extrem gute Grundlage für mein Make-up. Vor 6 Wochen saß ich 7 Stunden beim Friseur, um von dunklen Haaren zu hellen Haaren zu kommen. Und heute werde ich wieder schwarzhaarig. Nein, natürlich nicht. Wir machen nur ein kleines Fresh-Up. Ich habe ein Glossing bekommen und ein Root-Shadow heißt das, glaube ich, damit am Ende meine Haare wieder richtig schön frisch aussehen. Kein Glow-Up-Video, ohne mal kurz in den Drogeriemarkt zu steppen. Da gab schon wieder ein paar neue Produkte, aber ich bin bei meinen Favoriten geblieben. Diese kleine Bürste habe ich aber noch nicht, die ist gut für Locken und dieser Rundbürstenkamm hat einen richtig guten Durchmesser, also habe ich ein paar Bürsten mitgenommen und am Ende nochmal gesehen, dass die so einen Aufsteller haben, wo voll viele virale Produkte sind. Voll spannend, da habe ich auch ein paar von mitgenommen. Ich kann das erklären. Haare sind immerhin wieder frisch, die aber noch nicht durchgekämmt oder so. Und dieser Pickel nervt einfach auch nur noch. Warum habe ich diesen Pickel überhaupt? Kann ich dir erklären. Ich habe diese Augenbrauenformer, die ich benutze, lange nicht mehr gewechselt und ich glaube, daran lag es. Deswegen habe ich mir jetzt neue gekauft. Von DM habe ich die kosten, glaube ich, 3 Euro. So sehen die aus. Jetzt habe ich wieder ganz, ganz frische. Und deswegen werden wir auch Pinsel heute waschen. Vorher aber einen schnellen Ball. Ich habe eine neue Bürste, weil die einen richtig großen Durchmesser hat. Ich glaube, damit kann ich dann richtig gut arbeiten. Und zusätzlich, weil ich ja zurzeit ein Lockengirl bin, habe ich von DM noch diesen Lockenkamm mitgenommen. Ich glaube, der ist perfekt, wenn deine Locken ausgekühlt sind, du sie dann erstmal durchkämmen möchtest. Genauso wie dieses Haaröl, das ist mega viral gegangen, schon wieder auf TikTok. Und dieses Haarspray. Das hatte nämlich die kürzeste Ingredients-Liste und deswegen will ich dem eine Chance geben. Wer hatte dieses Jahr ein Glow-Up? Und ich meine gar nicht mal optisch, sondern auch so mental. Ein Glow-Up für nächstes Jahr siehst du schon, mein kleiner Schrank. Da das letzte
letzte Video in diesem Jahr. Das müssen wir kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Dieses Jahr ist so, so viel passiert. Ich bin voll aufgeregt, jetzt endlich anfangen zu können. Ach, ich glaube, 6 Jahren hat sich die harte Arbeit bezahlt gemacht und ich könnte dankbarer für dieses Jahr nicht sein. Über 12 Millionen Aufrufe, mehr als 21.000 neue Schwestern in der Community. I cannot believe. Ey, wirklich danke an jedes Sis aus unserer Community, die die Videos schaut, kommentiert, liked, Freunden vom Kanal erzählt oder mich auch draußen mal auf der Straße angesprochen hat. Und auch wenn die Videos ganz viel Liebe, Zeit und Arbeit von mir brauchen, weiß ich, dass ich ohne euch diesen Kanal gar nicht so führen könnte. Und deswegen, ich weiß, das ist nie genug, aber ich würde ein kleines Gewinnspiel gerne wieder machen in diesem Video. Und zwar verlose ich ein Paket mit den Yepoda Minis zum Durchtesten an eines aus der Community. Alles, was ihr machen müsst, steht nochmal in den Kommentaren und in der Infobox. Und ich fühle mich so, als hätten wir 2023 jetzt die Grundlage geschafft und 2024 wird bossy. Ich bin so bereit. Und jetzt spreche ich unser großes Ziel für nächstes Jahr aus, okay? Nächstes Jahr werden wir mit diesem Kanal die 100.000 Abonnenten knacken und so einen YouTube-Button bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist so ein richtiger Traum von mir, weil, keine Ahnung, YouTube ist halt einfach eine ganz besondere Plattform. Es ist super aufwendig, aber es ist auch super viel Liebe. Speaking of Liebe, ist es Zeit, meine Pinsel zu waschen. Dein Reminder, dieses Jahr noch schnell die Pinsel zu waschen, Sis. Denn für eine gute, gesunde Haut müssen natürlich Pinsel und Co. sauber sein. Ich würde hier auch meine Yepoda-Produkte eigentlich nehmen, aber die sind mir einfach viel zu kostbar. Auch wenn wir heute 20% sparen, sind die doch wirklich eher fürs Gesicht gedacht. Hier nehme ich ein günstiges Duschöl aus der Drogerie. Ich habe dazu schon ein Tutorial abgefilmt, verlinke ich dir in der Infobox. Eigentlich war ja für dieses Jahr, beziehungsweise für den 1.1. nächsten Jahres, also morgen, etwas richtig Krasses für YouTube geplant. Aber ich musste leider einsehen, dass ich so weit noch nicht bin, das noch nicht umsetzen kann und deswegen wird das erst, ich glaube, 2025 umgesetzt. Aber das ist nicht schlimm, es gibt eine andere Überraschung. Teebaumöl gegen Pickel ist super, aber nicht einfach so auftragen, das ist viel zu hoch konzentriert. Ich verwende lieber Produkte, wo das denn schon enthalten ist. Schritt 1, Lippenpflege, ohne geht nicht. Primer. Ich finde den so satisfying, weil man den halt sozusagen kaputt macht. Der zerläuft halt so, man holt den raus. Du kannst ihn halt so komplett grisselig machen und der wird sich immer wieder glatt ziehen. Dieses Gesicht braucht sowas von einem Glow-Up, wow. Wir räumen gleich noch mein Make-up auf, beziehungsweise misten aus und gucken, was meine Schwester kriegt. Okay, ich habe vor einiger Zeit also was angekündigt. Ich will noch nicht verraten, was ich geplant hatte, weil ich das unbedingt noch verwirklichen will und ich das jetzt in meinem Kopf sogar noch krasser ausmale, als ich das ursprünglich vorhatte. Und es ist etwas, wo wirklich nur unsere YouTube-Fam von profitiert. Aber ich habe eingesehen, dass ich das nicht alleine umgesetzt bekomme. Ich hatte dafür auch schon Promo-Drehs, also wir haben ein Studio gemietet, also was heißt wir, ich habe das Studio gemietet und den Trailer für diese Sache, die halt eigentlich passieren wollte, schon produziert und so weiter. Und für den Dreh hatte ich mir Unterstützung geholt von meinem Bruder, der macht nämlich richtig tolle Fotos und Videos. Und für die Produktion aber von dem Projekt alleine wäre ich auf mich gestellt gewesen wieder. Und ich dachte eigentlich, dass ich das schaffe, aber dann ist die Idee in meinem Kopf immer größer geworden und ich habe eingesehen, dass ich das nicht so umsetzen könnte, wie ich das schön finden würde. Ich habe mich dann schweren Herzens von dem Projekt verabschiedet, aber nicht für immer. Ich habe das erstmal nur aufs Eis gelegt sozusagen. Ich wusste aber, dass ich irgendetwas Tolles, Neues 2024 starten möchte, weil Anfang letzten Jahres, wie gesagt, habe ich angefangen, das Ganze professioneller hier zu machen. Und deswegen freue ich mich richtig doll, dass es heute endlich soweit ist. Du erfährst nämlich heute auf Instagram, hier auf TikTok. Jemand muss der Frau Urlaub geben. Du erfährst das morgen und wir sind hier auch nicht auf TikTok, sondern auf YouTube. Hör dir mal den letzten Satz nochmal an. Oh wow, Rebecca. Also morgen erfährst du, was es dann ab dem 1.1. gibt. Wenn dich meine liebsten Make-up-Produkte aus der Drogerie interessieren, dann guck dir auf jeden Fall das letzte Video an. Das ist ein Jahresfavoritenvideo. Da schminke ich einen kompletten Make-up-Look. Einfach mit meinen allerliebsten Favoriten dieses Jahr. Und das sind alles Drogerieprodukte. Ich habe aber so für meine Everyday Make-up Routine noch ein paar andere Lieblinge, wie zum Beispiel, och, liebe ich. Let's clean up my Make-up. Oh, das ist so viel. Ich meine, ich beschwere mich nicht über zu viel Make-up, aber das müssen wir dringend aufräumen. Nein! Es ist kaputt gegangen. Kann ich das noch irgendwie retten? It's broken, Rebecca, okay? Wir müssen uns trennen. Okay. Ey, das habe ich so selten nur benutzt. Das mag ich eigentlich ganz gerne, aber ich habe halt andere Produkte, die ich besser finde. Auch sortieren. So, das hier finde ich nämlich sehr gut, aber ich habe ja diesen Bronzer und ich kann ja nicht zwei haben, deswegen sortiere ich das aus. Den mag ich sehr gern, der bleibt. Bekommt meine Schwester. Wieso benutze ich den so selten? Der bleibt. Guck mal, voll die schöne Farbe. Der muss bleiben. Der eigentlich auch. Bekommt auch meine Schwester. Aktuelle Mascara-Situation.
Die hier muss bleiben. Die habe ich noch nicht getestet. Die hat mir meine Schwester zu Weihnachten geschenkt. So krasse Mascara. Meine Schwester wollte die braune haben. Ich räume das mal kurz auf und dann zeige ich dir, wie es am Ende aussieht. So, das habe ich jetzt alles aussortiert. Zugegeben, hier sind noch 6 Mascara drin, aber ich finde die einfach alle so gut. Ein paar Concealer und Augenpflegeprodukte hier. Hier sind so meine Foundations und da hinten noch meine Glow Drops. Das hier sind Puderprodukte und ein paar Sticks. Hier sind dann meine Primer und ein Fixing Puder. Und hier unten sind dann meine Lippenprodukte. Okay, da ist auch noch ein bisschen, was ich demnächst aufräumen muss. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und schließen das Jahr 2023 hier auf YouTube gemeinsam ab. Ich freue mich so sehr auf nächstes Jahr, gemeinsam mit dir und diesem Kanal zu wachsen, neue coole Videos zu machen, neue Konzepte zu überlegen, einfach outside the box zu gehen. Das ist nämlich kein Basic-Kanal hier, wie wir wissen. Das ist nämlich der Rebecca Blank-Kanal und du bist Teil davon. Das heißt, es wird so spannend, es wird so cool, es wird so unterhaltsam, es wird so glam, es wird so Beauty, es wird so du und ich und ich freue mich extrem drauf. Wenn dir dieses Jahr genauso gut gefallen hat wie mir, würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du dem Video natürlich einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, um nichts zu verpassen. Und vor allem in die Kommentare schreibst, was dir dieses Jahr auf diesem Kanal so besonders gut gefallen hat oder wann du dieses Jahr dazugekommen bist, wieso dein 2023 hier war. Verpasst auf jeden Fall die Big News am 1.1. nicht. Wir sehen uns dann schon im nächsten Video und auf Instagram und TikTok. Ich sage mach's gut, bis dahin und tschüss.